Am Mittwoch ging es nach Calw. Dort habe ich zusammen mit den Grünen, für die ich sogenannter Betreuungsabgeordneter bin, die Firma Köhler besucht. Das ist eigentlich ein konventionelles Bauunternehmen, die sich aber in letzter Zeit viel Gedanken machen, wie man zum Beispiel durch den Einsatz nachhaltiger Rohstoffe, Holz zum Beispiel, nachhaltiger und trotzdem aber auch bezahlbar bauen kann. Abends habe ich auf dem Böblinger Marktplatz bei meinem Bericht aus Berlin ein bisschen von meiner Arbeit erzählt und am nächsten Tag ging es dann zur Tafel. Eigentlich war bei der Tafel ein einstündiger Austausch vorgesehen, weil die ja schon viel auffangen, was gerade schiefläuft in unserer Gesellschaft und in der Nahrungsmittelkrise. Aber wegen Fahrermangel haben wir das kurzerhand auf die Straße verlagert. Wir haben geholfen beim Sortieren und danach ging es zu Pro Familia, weil wir haben ja 219a abgeschafft und da haben wir uns ausgetauscht, was das bedeutet und ein schneller Austausch dann auch bei der Energieagentur zur Energiewende.